Martin hat schon. Martin hat das Wasser verleihen. Das ist gerade mit dem Trinken so scheiße. Und wir haben jetzt gespendet. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Foodshow Mini. Heute habe ich ein Getränk der Firma Karl Mölle. Bevor ich zu dem Getränk komme, möchte ich ein wenig was über die Firma erzählen, die eigentlich bis auf einen Punkt sehr lobenswerte Voraussetzungen mit sich bringt. Karl Mölle war der Eröffner dieser Getränkeherstellerfirma 1929, laut der Homepage, die ich hier offen habe, damit ich keinen zu viel Quatsch erzähle. 1929 eröffnet und weitergegeben an in der Familie geblieben. Und sie verpflichten sich eben auch auf die drei wichtigen Säulen, die sie eben nennen: Tradition und Familie, Region und Heimat und bewusste Erfrischung und Qualität, die man schmeckt. Das sind alles sehr lobenswerte Sachen. Unter anderem sind die ganzen Sachen aus der Region eben bezogen. Es ist Bio-Direktsäfte, die dort verwendet werden zur Herstellung. Und alles sehr, sehr schön. Und alles in eben über 80 Jahre Familientradition aufgebaut. Auch durchaus interessante Getränke dabei. Aber dann kommen wir zu dem Punkt, den ich eben schon erwähnt habe. Die Firma an sich, also das alles super, wunderbar, besser geht es kaum. Und dann geht's los. Die haben eben einen Punkt, den sie unter Philosophie auf ihrer Homepage stehen haben, dass sie ihre Getränke energetisieren. Und ich lese das einfach mal unkommentiert vor. Nein, unkommentiert nicht, ich werde dazu gleich was sagen. Wir sind der Meinung, dass Worte, Symbole und Materie aus Informationen bestehen, welche zur Revitalisierung unserer Riesperle eingesetzt werden können. Dabei nutzen wir die Komponenten Worte, Liebe und Dankbarkeit. Dass diese Worte eine positive Bedeutung haben, muss nicht lange erklärt werden. Sie sind für uns kraftvoll und von höchster Wichtigkeit. Deshalb befinden sie sich bei jeder Riesperle auf der Rückseite des Halsetiketts. Da könnt ihr wahrscheinlich nicht erkennen. Steht aber drauf. Liebe und Dankbarkeit. Symbol, die Blume des Lebens. Die Blume des Lebens ist ein altes geometrisches Symbol. Sie definiert den Schöpfungsprozess und den Kreislauf des Lebens. Die Blume des Lebens beinhaltet Informationen, bla 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 bla. Die 19 Kreise der Blume des Lebens befinden sich bei jeder Riesperleflasche auf der Rückseite des Bauchetiketts. Das könnt ihr noch nicht sehen, weil da ist noch Flüssigkeit vor. Und dann Materie, Quantenenergie, Resonanzkristalle. Jetzt geht's richtig los. Den komplexesten und elementarsten Teil der Energetisierung bilden allerdings drei speziell für Karl Mölle Getränke angefertigte Quark, Quantenenergie, Resonanzkristalle, welche fest in den Abfüllprozess integriert werden. Also die kippen quasi das Zeug über so einen Kristall und dann ist das energetisiert. Jeder kann glauben, was er möchte. Jeder kann denken, was er möchte. Jeder kann auch, also ich habe ja selbst in meiner Familie, meine Mutter ist durchaus, ohne sie jetzt schlecht machen zu wollen, durchaus ein wenig anfällig für solche Sachen. Man kann auch an Astrologie glauben, man kann an Wahrsager glauben, man kann glauben, was man möchte. Das ist überhaupt kein Problem. Mich persönlich schreckt es eher ab, mir Produkte von einer Firma zu kaufen, wenn sie auf solche Sachen bauen. Ich meine, glaubt ihr wirklich, dass das Getränk irgendwie vitale und heilende Wirkung hat, nur weil es über einen Kristall fließt? Also ich nicht. Egal. Was haben wir heute? Wir haben heute die Riesperle Gspusi, Bio-Cassis Himbeere, mit auch sehr schön zu sehenden Schwebstoffen, so ist das Wort, was ich gesucht habe. Bio-Cassis Himbeer-Limonade. Ich bin sehr gespannt. Ich mag Himbeer, ich mag Cassis und ich mag Limonaden. Dementsprechend bin ich gespannt, wie das Ganze denn dann zusammen von Karl Mölle über einen Bio-Kristall, einen Quark-Kristall geflossen, denn so schmeckt. Es riecht auf jeden Fall sehr saftartig. Also es ist... normalerweise hat man ja bei Limonaden kriegt man erstmal so einen Schlag süß. Das ist hier nicht der Fall. Hier riecht es tatsächlich sehr stark nach Cassis und ein bisschen Himbeere. Aber durchaus nicht schlecht. Also es riecht auf jeden Fall nach einer sehr guten Mixtur, die eben sehr lecker sein kann. Ob es denn das auch ist, werden wir gleich feststellen. Prost. Es schmeckt nicht schlecht. Es ist relativ sauer.
was natürlich von der Cassis und auch von der Himbeere ein bisschen kommt. Die Fruchtsäure ist sehr stark im Vordergrund. Geschmacklich geht es hauptsächlich in die Cassis-Richtung. Himbeere kommt so ein bisschen durch. Süße ist kaum zu spüren. Es ist welche da, aber es ist nicht allzu viel. Und es schmeckt sehr, wie soll ich sagen, sehr relativ, also sehr rund eigentlich. Also ich find's ein sehr leckeres Getränk. Ja, Glücksspruch des Tages sehe ich hier gerade, oh Gott. Ja, mein Glücksspruch. Sauglücklich mit Riesbär. Okay, sende ein Stück Glück, ein Satz, Spruch oder Zitat und trage dazu bei, dass noch mehr. Okay. Ich will so einen haben jetzt für mich. Liebe ist das Einzige, was mehr wird, wenn wir es verwenden. Verschwenden? Verschwenden. Okay. Nein, aber das Getränk, um darauf zurückzukommen, ist wirklich nicht schlecht. Es ist kaum als Limonade zu definieren, außer dass es sehr viel Kohlensäure hat und eine leichte Süße mitkommt. Es könnte auch fast als Saft durchgehen mit Kohlensäure. Oder als Eistee, ja, wobei da fehlt der Tee, aber es ist echt lecker. Nichts, was ich jetzt jeden Tag trinken würde in Massen, aber in Maßen durchaus genießbar. Und ich möchte jetzt gerne den Baumblume des Lebens, aber so viel trinke ich jetzt nicht. Aber hier ist das Liebe und Dankbarkeit. Haltet davon, was ihr wollt. Ich halte davon nicht allzu viel. Aber trotzdem ein durchaus leckeres Getränk. Und dementsprechend, also wirklich nur das Getränk bewertet, ohne diese ganze philosophische Scheiße, die da noch hinten dran steht. Jetzt habe ich es doch bewertet, ne? Das Getränk an sich kriegt von mir 7 von 10 Punkten. Ist durchaus mal ein Versuch wert, gerade wenn ihr auf Cassis steht und Limonaden nicht ganz so süß mögt. Ist das echt eine coole Sache. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Das war's. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch einen sicheren und produktiven Tag. Bis dann.